Meine sehr geehrten Damen und vielleicht auch Herren, der Veranstaltung vor. Zunächst, sie ist als Abteilungsleiterin Vorsorge und Absicherung, leidenschaftliche Verfechterin, ganz auf den Kundengesprächen schon vielen Lebensläufen begegnet ist und die in Gesprächen Qualifikation des Zertifizierten. Sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und wir hoffen, dass wir Ihnen in den nächsten 6 Wochen der gesetzlichen Rente geben, Anregungen geben. Wir stellen Anschluss selbstverständlich zur Verfügung. Bitte nutzen Sie schon während der Vorträge, aber auch gerne nach der Veranstaltung. So, genau, hier den kleinen Bubble rechts außen, das ist die Chatfunktion. Da können Sie gerne Ihre Fragen schon während der Vorträge eintragen. Können wir Ihnen, aber an sich haben wir genug nach den Vorträgen noch Rede und Antwort zu stehen. Der guten Ordnung halber, zu dem der Thema ist ja gerade auch schon Beraterin, einen Einstieg zu finden in das komplexe Thema und sie ist nicht als Ersatz für eine Beratung gedacht. Jetzt das Wort an meine Kollegin. Sie können also jetzt direkt. So, hier haben wir schon erste Ergebnisse. Spaß bei unseren Vorträgen. Vielen Dank, Frau Bucknaumann. Ich möchte Sie dann gleich mitnehmen in das weite Feld der Altersvorsorge und ich stelle Ihnen ein Problem in der Altersvorsorge. Führen, welche Faktoren beeinflussen unsere gesetzliche Altersvorsorge? Wir haben zum einen die äußeren, natürlich auch individuelle, persönliche Einflussfaktoren, die keinen erheblichen Einfluss haben. Dann geht es vor allem um die persönlichen Beiträge, die wir in die Alterssicherungssysteme geleistet haben. Das heißt, wir müssen zum einen schauen, wie hoch sind unsere eingezahlten Beiträge und wie lang haben wir unsere Beiträge gezahlt? Wir machen die gesetzliche Alterssicherung stammt aus dem Jahr 8, seine letzte Schaffensperiode, 9 Jahre vor seinem Tod. Damals war die Altersvorsorge eine Ansparrente und jeder Arbeiter zwischen dem 60. und dem überschaubaren 1,7 wurde aus dem Lebensjahr einen Anspruch auf eine Alterssicherung gehabt. Jetzt muss man allerdings ergänzend hinzufügen, die statistische Lebenserwartung lag damals bei 40 Jahren. Also von daher Bismarck aus der letztendlich, also die immer noch über 57. Da kam es zur ersten großen Rentenversicherungsreform. Damals wurde das bekannte Umlageverfahren, das wir uns nachher noch mal anschauen, eingeführt, basiert der Welt. Also Sie sehen, wenn Sie sich die Jahre 1840 bis 1870 anschauen, man konnte in Norwegen hervorragend alt werden, für damalige Verhältnisse. Und was Sie anhand dieser Grafik auch linear nach oben, warum Oeppen und Fauckel immer nur im gesündesten Land der Erde messen, lässt sich am einfachsten an der deutschen Entwicklung erklären. Das ist diese rote, gezackte Krise, wird praktisch wie Krieg nicht. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Eine Grafik, aber es gibt auch Geschichten zu jedem. Sie sehen die Dame auf diesem Bild und sie hat einen Geburtstag, das war wohlgemerkt nicht Hand. Ohne Eiffeltour auch persönlich kennengelernt und sie starb 1997 im Alter von 122 Jahren. Sie hat viele besondere mit Biometrie und demografischem Wandel inszeniert, weil sie hat die Notwendigkeit aufgezeigt der lebenslangen Absicherung. Und zwar, als sie 90 Jahre alt war, hat sie sich gedacht, so, jetzt ist ein guter, sie hat damals entschieden, eine lebenslange Leibrente, der natürlich in einem guten Geschäft. Tatsache war, dass der 47-jährige Notar irgendwann mit 77 Jahren bereits verstarb. Jean Calment war noch am Leben, das heißt 3 Jahre länger allerdings gesucht hat, sich auf Facebook einen Account anzulegen und dabei feststellte, dass das maximale Alter 99 Jahre beträgt. Allerdings war sie beim Versuch der Facebook hat sehr am 14. Geburtstag gratuliert. Leider verstarb Anna Stöhr dann Ende diesen Jahres. Und das sind einfach mal 2 Beispiele. Und hier habe ich Ihnen eine ganze Liste. Mensch, doch sehr stark weiblich. Jetzt mal als grafische Entwicklung der statistischen Lebenserwartung ab Geburt, gemessen ab dem Jahr 1950. Wir sehen überall dasselbe Bild und Wandel. Es wird viele Reihen weit älter als die Männer. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, eine Umfrage vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat damals 7 Jahre länger leben. Ein Grund, einen mentalen Anker darstellt. Die Lebenserwartung, statistisch erwiesen, steigt pro Jahrzehnt um 2. Wenn wir jetzt annehmen, dass eine Generation länger als die Generation unserer die Lebenserwartung ist der statistische Normalfall.
nicht abbrennt, ist auch der statistische Normalfall. Trotz allem sichert man den anderen Fall entsprechend ab. Fokusdauer. Ich fokussiere mich selbstverständlich heute auf die Frauen bei 10,6 Jahren. Wenn wir allein schon im Jahr 2015 schauen, hat sich das verdoppelt. Vorhin zum Auftakt 50 war die erste große Rentenversicherungsreform. Das war noch unter Adenauer. 19 Uhr klingelte Teil. Ab dann ging es mit uns. Also inzwischen liegt die Geburtenrate wieder bei 1,5 Geburten pro Frau. Aber nichtsdestotrotz, die haben wir nicht. Und wenn wir uns das jetzt in einer 19 nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor dem Wirtschaftswunder, wir haben das Jahr 2000, das liegt dann nach der Wende, das ist auch nicht Beitragszahler in der Rentenversicherung. Dann ist es eine Hochrechnung. Beginnen, die Bevölkerung insgesamt wächst auf 82,3 Millionen im Jahr 2000 und seitdem ist sie rückläufig. Und wenn Sie sich ein Drittel, rund zwei Drittel, 65 plus, und wenn wir uns nun die Hochrechnung direkt in 2050 anschauen, sehen wir wenig Nachwuchs, noch eine ausgewogene Zahl an Beitragszahlern, aber Versicherungen immer noch 2,7. Und 2017 waren es schon nur noch 2,1. Und jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, vielleicht kommt irgendwann der Tag, da hat der Jahrgang, den wir in Deutschland hatten, das ist der erste Jahrgang, der 67 bis zum 67. Lebensjahr arbeiten muss. Und Sie alle werden es über die Medien mit vor dem Hintergrund, dass die Rentenzugsdauer und das Rentenniveau sinkt. Sehen Sie hier bis ins Jahr 2040 hochgerechnet auf 42,1% vom Einkommen sinkt das Rentenniveau ab, zu bewältigen. Wie gesagt, zum einen ist entscheidend die Höhe der eingezahlten Beiträge, zum anderen ist entscheidend die Dauer der Beitragszahlung. Wir kämpfen, dass wir Geringes nun anschauen, Gründe für Altersgründe aufgeführt, die ich Ihnen eben als Stolpersteine in unserer Altersvorsorge Renten, Rheinland-Pfalz ist das Schlusslicht aus dem, der gesetzlichen Rentenversicherung von Männern, beläuft sich auf 1.165 Euro im Monat und die durchschnittliche Rentenhöhe von Frauen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beläuft sich auf 502 Pfandsammlerinnen. Oder mein persönliches Highlight, eine Zeitungsannonce vorhanden. Perspektive, ich denke nein. Wenn Sie schauen wollen, wo Sie stehen und dass Sie Denkfehler vermeiden. Denn es ist ja nicht so, dass wir nicht über das Thema Altersvorsorge nachdenken, aber wir tappen in die ein oder andere Falle. Die Zahlen, die in diesem Kästchen stehen, denkt, geht doch und heftet es ab. Und das wiederholt sich Jahr für Jahr. Es ist nicht so, dass die deutsche Rentenversicherung uns keine Hinweise liefert. Es steht allerdings alles im Mal anschauen. In der Rentenversicherungsbeitragsstatus, Sie im Alter haben. Wir haben uns jetzt hier mal mit den Sozialversicherungspflichtigen, das heißt den Pflicht beschäftigt, na, kostenabhängige Zusatzbeitrag, davon ist die Hälfte zu leisten. Wenn Sie einen anderen Krankenversicherungsstatus haben, Privatversicherte müssen ihren Beitrag weiterzahlen, freiwillig gesetzlich versichern, per Statusüberprüfung der Kranken. Die liegt jetzt hinter kinderlose Rente, alleine wird auch von der Rente abgeführt. Und was natürlich auch hinzukommt, die gesetzliche Rente ist steuerpflichtig, bis ins Jahr 2000 steuerpflichtiges Einkommen sein. Der steuerpflichtige Anteil, das an dieser Stelle noch angemerkt, schreibt sich in dem Jahr fest, in dem Sie in Rente gehen. Also das dynamisiert sich nicht. Nicht, dass Sie jetzt, wir leben im Wir. Wenn wir verheiratet sind, wenn wir einen Partner haben, dann ticken wir in einer gemeinsamen Haushaltskasse. Und zwar zu Erwerbszeiten und auch später eine gute Alter. Die ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Versorger. Betriebliche Altersvorsorge wird in der Regel stärker vom Mann genutzt, Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, private Rente reicht, also aufgrund der Filmkünstler, es begann auch mal, ja, für die Kinozuschauer wunderbar, aber man selbst will das vermutlich nicht so erleben. Viele Leidensgenossinnen, sage ich jetzt einfach, gibt es immer noch Ehescheidungen. Und das hat erheblichen Einfluss auf die Altersvorsorge. Und dann sollte man es haben, so wie ich, meine Kollegin Sandra, schon einfach in Deutschland.
Es gibt schon mal eine Grundvoraussetzung. Der verstorbene Ehepartner muss eine allgemeine Wartezeit von 5 Jahren erfüllen und die Ehe muss länger als 1 Jahr gezahlt werden. In der neuen Welt, die sicherlich noch mal anguckt. Das heißt, der große Unterschied ist schon mal mit 70% der erdienten Altersrentenansprüche. Also hier vorsichtig, nicht 60%. Am besten uns mal an. Das heißt, netto liegen wir bei 1.939 Euro. Das heißt, die große Witwenrente, wir haben hier mal so Durchschnittsalter genommen, 500 Euro monatliches Bruttoeinkommen, netto 3.131. Auch hier die große Witwenrente 711 Euro, die kleine Witwenrente. Als Fazit sehen wir Zuverdienst, der beträgt netto 872,26 Euro im Monat. Wenn man ein waisengeldberechtigtes Kind hat, dann erhöht es den Freibetrag um 3 Cent. Und kommt erschwerend hinzu, dass alle Einvermögen, das zur Verfügung steht. Das heißt, all dies schmälert meine eh schon sehr geringe Witwenrente. In der alten Welt war es noch etwas komfortabler, denn dort wird außen vor gelassen. Witwenrente von 711. Sie hat jetzt das Bedürfnis, ihre Arbeitszeit aufzustocken, Ablenkung zu suchen und verdient natürlich den Freibetrag. Um 607 und macht es sich nicht unbedingt bemerkbar. Es gibt leider Dinge, die laufen fort. Das sind Stromkosten, das sind Heizungskosten. Und da entscheiden, ich kenne das der Uroma, dann hat man halt nur das Zimmer geheizt, indem man sich Quadratmeter Wohnfläche, sind das 350 bis 500 Euro Nebenkosten. Instand gehalten werden muss. Immer wieder dem Thema, wenn Immobilie gebunden ist, beziehungsweise eigentlich war es uns schon immer zu groß. Mein Mann wollte aber unbedingt im Haus wohnen bleiben. Jetzt wäre der Zwischenfreibetrag vielleicht Jungsnachfolge geregelt. Also das heißt, die gesetzliche Erbfolge kommt. Sie haben 2 Kinder, liegt mein Leben lang. Irrtum, denn man erbt immer in Werten auch an der Immobilie und auch an den Einnahmen. Das heißt, Testament, man sagt, man sichert sich gegenseitig ab. Natürlich erstmal versorgt sein. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, man zumindest mal bedenken sollte. Und das ist ein schöner Zeitpunkt, um Ihnen auch einfach den Hinweis, wird bei uns im Haus steuerrechtliche und natürlich die Wirkung, einer oder beide werden ein Pflegefall oder eben auch zum Thema, was ist, wenn einer von uns, wenn man sagt, ich möchte mal weit über den, noch viel besser ist es, ja, jetzt ist es ja heute nicht richtig, beziehungsweise die Medien, die tun ja da schon vieles. Es gibt immer mal wieder Schlagzeilen wie Altersarmut. Wenn man mal so eine Umfrage trägt, 25-30% aller Männer. Und dann haben wir heute älteren Damen, es ist einfach so, wenn ich lebenslang Ausgaben habe, dann brauche ich auch lebenslange Einnahmen. Wie Sie jetzt verschiedene Faktoren, die man einfach, das ist zum einen das Ganze, also macht es ja auch unschöner, wenn man sich das anguckt. Sie betrug aber in den letzten 20 Jahren im Schnitt 1,5%. Das haben im Jahr 2000 von 702, die Zeiten sind lange rum, wenn Sie für alle die, eine bestehende Altersvorsorge sollte unter diesem Aspekt regelmäßig überprüft werden und einen Blick drauf geworfen werden. Markt an. Der Leitung über 1 Euro, der auf irgendeiner Form an Kunden weiterzugeben. Und das ist einfach eine Perspektive, mit der man sich definitiv auseinandersetzen muss. Deshalb ein wichtiger Faktor. Wir haben hier, und wenn man das und zum anderen, es ist eine sehr schöne Variante, wo man einzelne Themen aufgreifen kann. Vielen ist momentan das Thema Nachhaltigkeit wichtig oder das Thema Digitales, also Digitalisierung. All diese Themen kann man in diesem, verlieren Sie keine Zeit. Ich weiß, als Kind war ich ein großer Fan von, aber in dem Fall ist der Spruch, morgen gibt es ja auch noch oder da können wir morgen drüber nachdenken. Das ist leider die Dinge und Altersvorsorge. Wichtig ist nur, Sie müssen das Problem erkennen und Sie müssen sich für eine Lösung entscheiden, die einfach zu Ihrer Situation passt und dabei helfen wir Ihnen gerne. Also sind Sie ledig, sind Sie verheiratet, Berufler, Beamter? Natürlich auch arbeite ich Vollzeit oder Teilzeit. Zum einen auf die Sparfähigkeit, aber auch auf das vorhandene Einkommen. Ich bin Nachlageform spielen können. Das heißt, das wirkt sich auf die möglichen Produktlösungen aus. An dieser Stelle so, das heißt, die Auswertung 36% angestellt in Vollzeit, 47% in Teilzeit, geringfügig beschäftigt 2%, selbstständig oder freiberuflich 13% und nicht erwerbstätig 2%. Gut. Also das Allerwichtigste, Next Police, was auch immer sich hinter diesen Produkten verbirgt, es gibt Altersvorsorge mit ETFs oder eben Riestern.
Vorsparplan, Vorrenten, Wohnriester. Also es gibt eine Unzahl von möglichen Richtungen. Ja, es geht noch ein wenig weiter. Das heißt, wir haben auch noch Möglichkeiten und ja, man kann da schon durchaus den Überblick etwas verlieren und genau deshalb einfach nochmal schauen, welche Möglichkeiten kann man kombinieren, die praktisch individuell ihrer Lebens. Nehmen wir mal das Thema Steuer und eine steuerliche Begünstigung an den Beiträgen beteiligt. Währung steuermindernd geltend macht. Es geht nie alles, aber ich sage immer, es gibt immer ein Geschenk vom Staat. Jeder bekommt eins. Keiner bekommt zwei. Und keiner gibt es wieder genau dasselbe gebliebenen Versorgung. Das wird sich einfach an lieben. Es kann sein, dass Flexibilität für Sie ein ganz großer Faktor ist. Sie möchten zum Beispiel die Möglichkeit später und auch wieder das Sicherheit versus Rendite aus. Das, okay, also ich will so von beidem etwas. Und eben auch alle anderen Aspekte, die eben meine Kollegin Frau Schnur schon angerissen hat, die dort reinspielen können. Zum Beispiel gerade in der aktuellen Zeit Insolvenzgeschichte auf jeden Fall in einer das eine Produkt vorzustellen. Es gibt nicht das eine Produkt. Es gibt für jeden von Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung. Und diese besteht auch eher aus einer, was ganz besonders wichtig ist, durch unsere Kollegen draußen auf Ihrer Filiale vor Ort. Das heißt, über die Online-Termine können Sie über unsere Homepage Sie dann individuell bereden. Ich bin jetzt eben in der Zeit, sind beide zum Schluss mit dem Kronleuchter abgestürzt und zeitig im Film hatte dann die Frau doch nochmal das letzte Wort. Und ja, dieses platziert, an uns gesendet. Innen, Teilnehmerin oder Teilnehmer fragte, die Statistik der Geburtenrate ging nur bis 2006. Interessant wäre ja, bis deshalb würde ich die Frage gerne vielleicht auch an Sie weitere Frage. Wir haben aber im Vorfeld gehört, dass privat Angespartes und Vermögen in Rentenbezug an. Dann gebe ich gerne an Sie weiter. Bei der Berechnung der Witwenrente meiner eigenen gesetzlichen. Das machst du direkt. Wann gilt die neue Witwenrente? Also da gibt es verschiedene Faktoren. Also der Verstorbene muss über 45 sein, eine Rente bekommen. Dadurch verdiene ich nicht so viel Geld. Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, meinem Einkommen für mein Alter vorzusorgen? Antwort übernehme ich dann gerne Spielmöglichkeiten, die viele dann eher für auch ehrenhaften Hintergrund, um es mal so zu sagen. Aber eben, um ganz sicher zu sein, ist es eben das steuerlich. So, wann wird die eingeführt? Auf die Frage würde ich ganz gerne antworten. Wir haben bereits für Neukunden einen Vertreterfonds, weil eingeführt wird ein Transfer von Geldern oder der Versuch eines Transfers von Geldern stattfindet und das Institut, insofern ist es. Das hat geführt, wenn Sie, also wenn Ihr Mann noch im Erwerbsleben steht, dann sollten Sie in seiner Renteninfo gucken und zwar nicht, was kriegt er später mal berechnen. Sie werden über das Thema machen, was wir heute in dieser Veranstaltung auch erzielen wollten, dass wir Gedankenanstöße liefern und ich glaube,